Seit Mitte März sind in Hamburg 28 obdachlose Menschen verstorben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion an den Senat. Konkret sind 21 Personen in Krankenhäusern und 7 Personen auf der Straße verstorben. Zu den Todesursachen zählen unter anderem Atemversagen, akute Bronchitis und Ertrinken. Dass Menschen trotz Winternotprogramm auf der Straße sterben, zeige, dass es nicht reiche, den Menschen ein nächtliches Angebot in Massenunterkünften zu machen, die sie tagsüber wieder verlassen müssen, kritisiert die Linksfraktion. Das Hamburger Winternotprogramm lässt nur in Härtefällen einen Tagesaufenthalt zu. Laut Senat bekäme die Einrichtung andernfalls den Charakter einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung und demzufolge andere Zugangsvoraussetzungen.